Steht aufrecht und beweist euren Wert, Akolyt. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wenn ich euch ansehe, frage ich mich, seid ihr wirklich loyal? Oder tragt ihr Verrat in eurem Herzen? Ich möchte einen Namen hören. Na los! Ich bin Inquisitor Arsanon, Leiter der Akademie-Sicherheit. Und ich glaube kaum, dass ihr meine Frage einfach so zurückweisen könnt. Geheimdienstberichte zeigen, dass es in diesem Tal Verräter gibt. Akolyten, die versuchen, die ideale Ordnung unseres Imperators zu zerstören und sie durch ihre eigenen schwächlichen Irrlehren zu ersetzen. Sie verstecken sich zwischen denen, die uns treu und gehorsam ergeben sind. Doch sie werden jederzeit zuschlagen, wenn sie die Chance erhalten. Wir haben die aufrührerischen Aktivitäten der Verräter hier im Tal beobachtet. Wir kennen ihre Gesichter und ihre Namen. Es ist der Wille des Imperators, dass der Sand Korriban sich vom Blut dieser Verräter rot färbt. Beweist eure Treue, indem ihr sie hinrichtet. Können wir sie nicht einfach festnehmen? Man könnte ihnen den Irrtum ihres Handelns vor Augen führen. Verrat ist ein Verbrechen, das nur mit dem Tod bestraft werden kann. Wenn ihr nicht die Kraft habt, dieses Gesetz durchzusetzen, sagt das viel über euch aus. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um die Verräter zu identifizieren. Beweist eure Treue, indem ihr genügend von ihnen eliminiert und kehrt dann zu Inquisitor Arsanon zurück. Ich werde eure Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Geht jetzt. Sorgt dafür, dass der Wille des Imperators Wirklichkeit wird. Ein junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Ich fürchte mich nicht vor toten Dingen. Gut und schön, aber Abwesenheit von Furcht ist nicht dasselbe wie wahres Interesse. Das hier war einmal ein Tokata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Erstaunlich. Und wie habt ihr das festgestellt? Die Macht hat es mir mitgeteilt. Sie spricht zu mir. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Tokata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sith verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Tokatas seziert und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen. Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Tokata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Vielleicht könnte ich euch helfen, das Exemplar wieder zu beschaffen. Ja, das hatte ich gehofft. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach, helft mir und ihr werdet belohnt. Warum sendet ihr nicht eure Schülerin aus, um das Biest zu fangen? Das Labor liegt ihr mehr als die Gräber. Ich fürchte, sie besitzt nicht euren Schneid. Fragt Malora, wo ihr nach dem Tokata suchen müsst, und kehrt dann mit seinem Hirn zu mir zurück. Sucht ihr Lord Rennings für Mrs. Haustier? Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Woher stammt dieses Wissen? Mein Meister ist wahnsinnig. Habt ihr das im Gespräch mit ihm denn nicht bemerkt? Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt. Und ich würde belohnt. Ihr wollt einfach nur euren Meister loswerden. Mich erwartet eine größere Bestimmung, als hier in diesem mickrigen Labor als Forschungsassistentin zu dienen. Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Tokata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven. Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Im Schatten Fallstricke zu legen, ist nicht meine Art. Ich bitte euch doch nur, dass ihr mir die Chance gebt, das zu tun, was wir beide für richtig halten. Der mutierte Tokata ist ins Grab von Mark Karagnos entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr damit zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest. Sergeant Garrus, die Gerüchte stimmen. Einige der Wachposten, die wir hier unten verloren haben, sind gar nicht tot. Sie sind wahnsinnig geworden, genau wie die Akolyten. Das macht es aber nicht einfacher, das Forschungsmaterial zurückzuholen. Die Kisten sind durch Mehrfachschlösser gesichert.
Wenn wir die Dinger öffnen wollen, ohne den Inhalt abzufackeln, müssen wir die Codezylinder sämtlicher Wachen zurückholen. Ich glaube nicht, dass sich das durch Verhandeln erreichen lässt. Meine Leute sind nicht scharf darauf, ihre alten Kameraden auszuschalten. Aber wir tun, was wir können. Wenn wir die Codezylinder haben, öffnen wir die Vorratskisten und machen uns davon. Tavon Ende. Habt ihr das Hirn des mutierten Dukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. Hier, viel Spaß damit. Ausgezeichnet. Diese Chemikalie lässt es so aussehen, als würde Renning seine Ergebnisse fälschen. Na bitte. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Worte in die falschen Ohren flüstern. Ich transferiere jetzt die Credits auf euer Konto. Gebt Renning das Hirn und holt euch auch von ihm die Belohnung. Läuft doch prima für euch. Ich habe es nur zum Besten des Imperiums getan. Aber meine Credits nehmt ihr trotzdem, was? Jetzt sagt bloß nicht, ihr wollt sie der imperialen Waisenhilfe stiften. Man sollte uns nicht mehr zusammen sehen. Lord Renning könnte Verdacht schöpfen. Gebt ihm das Hirn. Endlich bringt ihr mir das Hirn. Das habt ihr gut gemacht. Es war doch sicher nicht schwer, oder? Ich habe das Vieh dafür bezahlen lassen, dass es euch solche Mühe gemacht hat. Meine Schülerin Malora sollte sich an euch ein Beispiel nehmen. Sie ist viel zu weichherzig. Ich muss meine Forschung sofort wieder aufnehmen. Große Entdeckungen harren meiner. Nehmt eure Belohnung und geht. Denkt daran, wer euch zu diesem Triumph verholfen hat. Ja, ja, ihr könnt jetzt aufhören zu reden. Lebt wohl. Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators. Und tragt dieses Abzeichen. Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet. Na, wen haben wir denn da? Erinnert ihr euch an mich? Ich vergesse niemals ein Gesicht. Euer Name ist Dolgis, oder? Der Junge von Vemhryn. Sehr gut. Es kann nie schaden, den Namen des eigenen Mörders zu kennen. Habt ihr es schon bemerkt? Keine Zeugen. Keine Zeugen bedeutet keine Regeln. Schluss mit den Abkürzungen, Schluss mit der Sonderbehandlung. Ihr werdet einfach ein weiterer toter Versager auf Korriban sein. Wir müssen dringend miteinander reden, Akolyt. Die Zeit läuft uns davon. Meine Berechnungen waren nicht ganz akkurat. Marka Ragnos Bestie war eine starke Quelle dunkler Energie hier auf Korriban. Ihr Tod hat zu einer Erschütterung der Macht geführt. Darth Barras hat diese Erschütterung gespürt und ist sich deiner Gegenwart bewusst geworden. Er verlangt eine Audienz. Gut, auf diesen Moment habe ich lange genug gewartet. Nach dem Treffen wirst du dir vielleicht wünschen, dass du mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt hättest. Barras ist ein ernsthafter Mann und ein Meister der Täuschung. Alles, was er tut und sagt, ist berechnet. Er wird versuchen, dich in die Ecke zu drängen, um deinen Charakter zu prüfen und den Kern deiner Persönlichkeit zu ergründen. Du musst ihn jederzeit ernst nehmen. Jederzeit. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Tremel. Ich wünschte nur, wir hätten etwas mehr Zeit gehabt. Vielleicht sprechen wir uns nie wieder, Akolyt. Du bist die beste Chance, Vemhryn aufzuhalten. Wenn du scheiterst, wird es auch niemand anderes schaffen. Viel Glück. Darth Barras erwartet dich in seinen Gemächern. Beeil dich. Er wartet nicht gerne. Da, Tenno. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tenno. Komm schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da! Seid ihr der, von dem hier alle sprechen? Der, der angeblich von Darth Barras höchstpersönlich hergebeten wurde? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tenno, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir, um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Sie spricht von Vemhryn. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Tenno einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemhryn versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Ich werde mich nicht auf Vemhryns Stufe herablassen. Nein, natürlich nicht. Dazu seid ihr zu klug. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten.
Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Venrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Kein Interesse, tut mir leid. Wir beweisen es euch. Lasst uns einen Testkampf absolvieren und entscheidet danach, ob wir die Fähigkeiten für dieses Unternehmen haben. Ich habe keine Zeit für Kinderspiele. Was für eine ernüchternde Erfahrung. Danke, dass ihr uns die Augen geöffnet habt. Ich verstehe es nicht. Werden wir jetzt jemanden umbringen oder nicht? Nein, Teno. Und ich glaube, wir sollten diese ganze Sith-Ausbildung nochmal überdenken. Hm? Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. Wenn ihr sterbt, wird man euch vergessen. Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Und jetzt geht mir aus den Augen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemmeral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Venrin. Ich sehe den Emporkömmling, aber kein Zeichen von Dolgis. Klemmeral, Venrin, ihr könnt gehen. Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolgis schickte. Das wird nicht noch einmal passieren. Hast du Probleme mit Akolyt Venrin? Wenn er sich mir weiter so in den Weg stellen will, wird er großen Ärger bekommen. Er wurde zu einer tödlichen Maschine gemacht. Venrin hat hart gekämpft. Er hat auf seinem langen Weg hierher nichts geschenkt bekommen. Du dagegen? Lass mich dich näher ansehen. Ja, so wie ich vermutet hatte. Aufseher Trämel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht. Statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Eines Tages werdet ihr diese Worte bereuen. Ich würde es nicht bereuen, dich auf der Stelle zu vernichten. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf, Krieg und Politik. Der einzige Kodex, den ich kennen muss, lautet Töte oder werde getötet. Deine Fähigkeiten sind unbestreitbar. Doch dir fehlt es eindeutig an Reife und Verständnis für die Geheimnisse der Sith. Ich bin jetzt dein Meister. Trämel hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen, dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Trämel und bringe mir seine Hand als Beweis. Mir gefällt es nicht, ihn zu töten. Aber wenn ich es tun muss, werde ich es tun. Ich stelle keine Fragen, sondern gebe Befehle. Geh jetzt. Ich bin sicher, Trämel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Ah, schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, ihr wollt doch Sith werden. Wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Ich habe bisher nichts gesehen außer Staub und Gräbern. Beeindruckend ist das nicht. Dann seid ihr nicht von den Behauptungen eurer Meister geblendet worden. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier,
um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Ich wäre stolz, helfen zu dürfen. Das ist eine ruhmvolle Gelegenheit. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holochron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holochron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann. Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren. Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen. Hat Darth Barras dich zu mir geschickt? Euer Instinkt täuscht euch nicht, Aufseher. Barras hat mir aufgetragen, euch zu töten. Dann wurde ich wohl ausgetrickst. Barras hat die nötige Autorität, aber ich hätte nicht gedacht, dass er etwas derart Offenkundiges wagen würde. Entweder sterbe ich, oder ich zerstöre meinen eigenen Plan, indem ich dich töte. Ein meisterlicher Schachzug. Nun gut, du hast deine Befehle, Akolyt. Sei versichert, dass dein Tod mir kein Vergnügen bereiten wird. Wartet, es muss nicht so weit kommen, Tremel. Mach jetzt keinen Rückzieher. Das ist der Weg der Sith. Ich werde dir ein kurzes und schmerzloses Ende bereiten. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Nein, ich bin erstaunt. Ich wusste, dass die Macht stark in dir ist, aber nicht so stark. Du bist mehr als nur bereit, um Vemrin herauszufordern. Barras wird das nun auch nicht mehr leugnen können. Er bekommt die Genugtuung meines Todes, aber ich sterbe im Wissen um meinen Erfolg. Na los, bring es zu Ende. Ihr seid zu voreilig. Ich brauche nur eure Hand. Was? Moment. Ich verstehe. Barras verlangt meine Hand. Als Beweis für meinen Tod? Verschon mich mit deinem Mitleid, Akolyt. Das ist kein Mitleid. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Ich habe der dunklen Seite stets treu gedient. Mein Handeln ist wohl begründet. Wenigstens du kannst es erkennen, auch wenn Barras es nicht kann. Nimm meine Hand. Sieh an, der Akolyt kehrt mit einer blutverschmierten Waffe zurück. Das bedeutet wohl, dass Tremel nicht mehr lebt. Gib mir seine Hand. Hier, nimm diesen Ring als Erinnerung. Die Vergangenheit kann den Geist stärken, klären und ermutigen. Ich bin beeindruckt, dass du die Kraft hattest, ihn zu besiegen. Er hat dich als Teil seiner Familie gesehen. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu hintergehen? Ich habe das Nötige getan. Du kannst deine Gefühle gut verstecken. Nur unterdrücke sie nicht. Du hast den ersten Schritt zum Verständnis des Kodex der Sith gemacht. Frieden gibt es nicht. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlangen wir Stärke. Durch Stärke erlangen wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Die Macht wird uns befreien. Indem du den Kodex angenommen und Tremel ausgeschaltet hast, konntest du dich von seinen Fesseln befreien und seinem Schicksal entfliehen. Und jetzt spüre ich eure Fesseln. Du wirst sehen, dass sie sich besser anfühlen und dir einen größeren Freiraum lassen. Also, es gibt heilige Ruinen in Tulakhords Grab. Die uralten Inschriften, die einst die Wände jeder der Ruinen verzierten, sind zerstört. Du wirst im Grab alle Ruinen durchsuchen und mir eine Scherbe von jeder der Inschriften bringen. Versagst du, wirst du sterben. Vemrin und meine anderen Akolyten wurden schon losgeschickt. Es gibt keine Regeln, wie man an die Scherben kommt. Und sie werden sich von nichts aufhalten lassen.
Kämpfe dich durch Tulakhors Grab im Tal der dunklen Lords und bringe mir die Scherben von jedem der zerstörten Schreine.